Vize-Weltmeister Norwegen gewinnt deutlich und überlegen gegen Bosnien-Herzegowina. Norwegen, der Favorit, in seinem ersten Gruppenspiel agiert überzeugend mit schnellen Spielzügen. Und doch steht es nach 18 Minuten 9:9 gegen Bosnien-Herzegowina, das bei großen Turnieren bisher nur einmal in Erscheinung getreten ist. Aber sie haben einen klasse Torhüter in ihren Reihen. Benjamin Buric von Flensburg-Handewitt hält ein ums andere Mal großartig. Und ihm ist dieser ausgeglichene Spielstand zu verdanken. Doch gegen die Klasse der Norweger, die hier vor heimischem Publikum in Trondheim spielen, hilft eben nicht nur ein herausragender Torhüter. Genial gespielt auf den freien Linksaußen, Magnus Jondal zum 10:9 in der 21. Minute. Die Abwehr der Norweger klasse gestellt. Defensiv schiebt die Reihe vor dem Kreis schnell und effektiv. Der Pass zu vorhersehbar und der anschließende Tempogegenstoß bringt das 11:9 Christian Bjørnsen. Viele Unsicherheiten im Spiel der Bosnier. Auch im Abschluss. Und das Umschalten von Abwehr auf Angriff geht sehr schnell und konzentriert bei den Norwegern. Klasse Anspiel an den Kreis. Magnus Gullerud. 12:9. Jetzt setzt sich der Favorit ab. Noch eine Minute zu spielen in der ersten Halbzeit. Inzwischen der Vorsprung auf 5 Tore angewachsen. Stürmerfoul gepfiffen. Und wieder geht es rasend schnell aufs gegnerische Tor zu. 16:11 für Norwegen. Sander Sagosen, Trainer Christian Berge, jetzt zufrieden mit seiner Mannschaft. Noch 10 Sekunden, der letzte Angriff. Und wieder Sagosen versucht es aus der Distanz. Und ist der Ball drin oder nicht? Das muss der Videobeweis klären. Das deutsche Schiedsrichtergespann gibt den Treffer zum 17:12. Damit geht's in die Pause. Norwegen macht anschließend da weiter, wo es aufgehört hat. Mit schnellem Passspiel die gegnerische Deckung ausspielen. Ein super Stemmwurf aus der Bewegung. Sagosen mit seinem 10. Treffer in dieser Begegnung. Der überragende Torschütze sieht die Lücke und vollendet mit 123 km/h. Der Spieler von Paris Saint-Germain ist es auch, der Norwegen auf 9 Tore davonziehen lässt. Sagosen auch bei diesem 7 Meter ohne Fehl und Tadel. Größter Vorsprung in diesem Spiel. Trotz des schon sicher verlorenen Spiels zeigen die Bosnier aber noch ein paar Highlights. Dieser Rückhandtreffer das Schönste. Die Norweger lassen zum Schluss ein bisschen Luft raus. Guter Block. Und das letzte Tor in diesem Spiel gebührt Nikola Pritsche. 32:26 gewinnt Norwegen, ein Mitfavorit auf den EM-Titel. Tut sich als einzige Mannschaft nicht schwer im Auftaktspiel der Gruppe D. Spieler des Matches ist Sander Sagosen mit seinen 12 Treffern. Und Norwegen an der Tabellenspitze vor Portugal wegen des besseren Torverhältnisses. Frankreich auf Platz 3, weil Bosnien-Herzegowina ein noch schlechteres Torverhältnis aufweist.